Zombie-Apokalypse oder Arbeiten am Feiertag? Puh, damit herzlich willkommen am Set. Ja, wer jetzt irgendwie hier einen Set-Vlog erwartet, wird leider enttäuscht werden. Der Grund dafür ist, dass wir so viel gedreht haben, dass ich nicht zum Vloggen kam. Und jetzt mittlerweile sind Tage und Wochen und Monate, Jahre, Jahrzehnte vergangen. Naja, und deswegen gibt es jetzt statt Setlife eine Sache, die bei uns schon seit längerem offen ist. Es gibt nämlich eine Sache, die wir dann doch langsam mal wieder brauchen, und das sind Teamklamotten. So hell. Guten Morgen. Na, wie geht's euch da draußen? Oh, schön. Richtige Kameraaffinität hier. Ja, wir suchen vor allem nach Klamotten, die man vielleicht selber nicht unbedingt im Alltag so besitzt. Und das heißt vor allem Sachen für draußen, für kalt, für Regen. Tragen wir heute zusammen, bestellen es hier, lassen es hoffentlich sogar direkt bedrucken und dann kommt das wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei uns an. Das Leben am Set kann richtig gefährlich werden, deswegen kann man nie vorsichtig genug sein. Willst du? Ja. Fünf Stück? Los. Okay. Gleichzeitig ist es aber auch immer schön, wenn man ein bisschen hier so... Wir würden gerne Klamotten kaufen und besticken oder bedrucken lassen. Okay, also der erste Teil, das Suchen von Dingen, ging relativ zügig tatsächlich. Vor allem, weil es keine Winterjacken gibt im Frühling. Riesige Überraschung. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie schöne Sachen ausgesucht im Softshell und im Fleece-Segment. Und der zweite Teil, der ging sehr lang. Und das war das... Klar machen von Logo-Bestickung und Co. Das ist auch das, wo das Geld dann tatsächlich flöten geht. Egal. Erfolgreich, würde ich sagen. Jo, ich weiß jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht, was an diesem Punkt passiert. Ich bin als Supervisor mit den Kindern unterwegs. Lisa hat mich gebeten, sie möchte irgendwas drehen, so einen Blick drauf zu haben. Und wie ich gerade erfahren habe, angeblich soll ich auch noch modeln. Genau, es performt einfach vor der Kamera, wie wir alle wissen. Von daher. Okay, gib mal kurz einen Schwenk, was du vorhast. Also, ich habe vor knapp 2 Wochen was gedreht in einem Raum, der jetzt temporär noch so aussieht, wie er aussieht. Und habe dabei was eingeleuchtet, von dem ich dachte, mega geil. Ich hatte halt ein Bild im Kopf. Und als ich es dann geleuchtet habe, sah es dann überhaupt nicht so aus, wie ich wollte. Und war echt unzufrieden und dann habe ich Marius darauf angesprochen, ihm die Bilder gezeigt, die ich geschossen habe und gefragt, was ich hätte besser machen können. Und genau, jetzt sind wir nochmal heute hier. Marius ist dabei, Jules ist dabei und dann schauen wir einfach mal, was man hätte besser machen können und ja, wie es läuft. Genau, also ich glaube, der Plan ist so ein bisschen, ich mache eigentlich gar nichts, außer vielleicht aufkommende Fragen zu beantworten. Ja, ganz genau. Ja, probieren wir es mal. Das kann ich. Und ich habe eine Cola als Bestechungsgeld bekommen. Zero. Was denn? Was soll denn Bestechungsgeld sein? Hä? Sagt man das nicht so? Soll ich euch erstmal eben erklären, was ich... Sowohl als auch... Sowohl als auch ein Fahrzeug in Gesicht. Und das muss ich sagen, wie Anschlüsse. Wir sind hier tatsächlich an einem krass heftigen Celebrity-Ort. Wir drehen nämlich bei Lisa im Keller. Genau. Hier wohnt sie, das ist es wortwörtlich. Führ uns doch mal rum, Lisa. Ja, also es ist so, hier ist meine sanitäre Anlage. So, das hier ist die Toilette, da sind wir auch schon. Ich würde da jetzt nicht zu genau reinschauen. Das hier ist mein privater Türenraum. Es gibt ja das Sprichwort, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch eine andere. Dementsprechend sammle ich die Tür und hoffe einfach, dass sich irgendwann auch mal eine Tür öffnet. Ich bin jetzt tatsächlich brand, also in Lisas Schlafzimmer quasi. Es ist wirklich... Stoßdienlich eng. Es ist krass hier. Also in meiner Ausbildung hatte ich deutlich weniger Platz. Ja, ich habe es auch extra eingerichtet. Ne? So, und das ist also dein Bett, ja? Ja. Ja, nee, gar nicht eng hier oder so. So, ich hole dich dann morgen zur Arbeit ab, ne? Okay, bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.
Also ich will nicht drum herum lügen, es ist ein bisschen schwierig für mich, jetzt nicht die ganze Zeit reinzuplatzen und zu sagen, wie ich es machen würde oder wie sie es machen sollen. Aber es ist eine wichtige Übung, sowohl für Julf als auch für Lisa und vielleicht auch für mich. Ganz oft ist ja das Problem auch für mich, man hat eine Vision und man stellt sich das irgendwie total simpel vor und dann geht es einerseits darum, wie setzt man das technisch korrekt um und wie geht man auch mit den Gegebenheiten um. Es ist eng, es gibt wenig Platz, wir müssen hier mit so Sachen wie C-Stands in der Ecke plötzlich ganz anders arbeiten. Lisa wollte eigentlich den Shot in der Badewanne machen, aber die Badewanne ist zu. Und so ein bisschen Real-Life-mäßig geht es jetzt darum, von A nach B zu kommen mit den Mitteln, die gegeben sind. Ich habe leider die mega Chance verpasst, hier einfach einen Zeitraffer von der ganzen Nummer zu machen. Deswegen sind wir jetzt einfach schon fast am Ende. Es ist mittlerweile spät. Die Pine, sind Sie zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Okay, haben Sie irgendwas gelernt heute? Ja. Das erste, was ich gelernt habe, Film machen, ist so schwierig. Ein gutes Bild zu machen, was überlegt ist und die Idee, die man hat, auch umzusetzen, oh, das ist so schwierig. Das war jetzt eben auch ein Happy Accident, dass es nochmal so geworden ist, wie es jetzt final ist, weil Jule hat die eine Lampe, die ich in der Helligkeit korrigiert haben wollte, von dem Platz weggenommen, der eigentlich schon fest war. Und dann stand sie so ein bisschen in der Ecke und ich habe gedacht, oh, das Bild ist plötzlich viel geiler. Jule hält die Lampe fest und ja, genau, jetzt haben wir es nochmal angepasst und jetzt bin ich echt happy. Von daher, vielen Dank Marius, vielen Dank Jule. Besten Dank auch an meine liebe Mitbewohnerin Maike, die einfach heute zu Gast in deinem Badezimmer ist. Ganz genau. Was heute mein primäres Ziel war, war, sich vorher zu überlegen, was man machen möchte, was man ausdrücken möchte, sowohl visuell als auch technisch gesehen. Und da möglichst straight ranzugehen. Jetzt lächelt Marius hinter der Kamera, denn es war also gar nicht straight. Und es gab sehr, sehr viele Fragen. Und ich persönlich merke immer wieder, wenn ich in einer Situation bin, wo ich eine Idee habe, dann sind die Schritte sehr viel kleinteiliger, als ich das erwartet hätte. Und ich habe sehr viel mehr Fragen und sehr viel mehr Probleme, als ich erwarten würde. Von daher hat mir das viel gebracht. Was es jetzt final geworden ist, ist, dass wir über dem Kopf eine Tube installiert haben, die wir sehr fachmännisch gerecht mit Tape so ein bisschen abgekascht haben, dass es wirklich nur das Gesicht trifft und so ein bisschen noch die Beine, um einen farblichen Kontrast zu erschaffen, weil das war so mein Wunsch für das Bild. Zu dem Keylight haben wir dann noch einen farblichen Kontrast geschaffen, das so ein bisschen als Spitze dient. Die größte Herausforderung war eben, dass wir immer mal wieder die Wände getroffen haben und alles so in eine Stimmung gerutscht ist, in eine Farbe oder in einen Helligkeitsmatch. Und da haben wir jetzt am Ende relativ viel noch rumprobiert. Ja, jetzt haben wir es aber geschafft und ich bin eigentlich sehr happy und habe viel mitgenommen wieder. Und das Geile ist, ich habe gar nicht mal so viel eingegriffen. Findest du? Ja. Jetzt nimm's doch einfach. Stimmt. Ah, herrlich. Ja, Feierabend, wa? Ja, machen wir so. Super. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, Lisa. Bis ciao, morgen. Ciao, bis morgen. Tschüss, Lisa. Tschüss. Ja, willkommen auf meinem zweiten Kanal. Ich habe jetzt die Sendezeit nach der Sendezeit bekommen. Wenn ihr mehr von meinem Kelleralltag erfahren wollt, dann folgt doch gerne dem Kanal und drückt auf Abonnieren. Wenn ihr bereit seid für Merchandise, damit ich mir auch bald was Neues zu essen kaufen kann oder eine richtige Toilette, dann drückt doch den Gefällt mir Daumen und kommentiert. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt die Sendezeit nach der Sendezeit. Tschüss, deine Felisa.
Ist das jetzt ein Intro oder ein Outro? Entschuldigung. Das war die perfekte Endcard.